jetzt seid ihr wach, oder? Okay, schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zu Founders Unscripted. Wenn wir jetzt schon einmal applaudieren, bitte jetzt auch hier einen Applaus für unsere Band, ja? Das Tommaso Jazz Trio. Jetzt kommen wir aber zu unserem Premierengast. Ja? Unser Premierengast hat schon in seiner Jugend erste Revolutionsversuche unternommen. Damals versuchte er mit Hilfe der fraktalen Geometrie die PIN-Nummern abzuschaffen. Später folgte dann ein Angebot von SAP-Gründer Hasso Plattner, die HANA-Datenbank mitzuentwickeln. Und da entgegnete er nur, ja, Datenbanken sind irgendwie langweilig. Gute Entscheidung, wenn man jetzt so ein bisschen die Historie sieht. Denn 2009 gründete er Signavio, was im letzten Jahr eine Finanzierungsrunde von 31 Millionen Euro erhalten hat und mittlerweile zu einem der Hidden Champions in Berlin zählt. Begrüßt jetzt mit mir und einem dicken Applaus Gero Decker. Fühlst du dich wohl? Ja, sehr gut. Alles gut. Okay, damit die Runde aber hier vollständig wird, brauchen wir jetzt noch unseren Moderator. Ich habe gestern von ihm einen Facebook-Post gelesen, wo er ganz optimistisch geschildert hat, dass er davon überzeugt ist, dass Gero vor 40 noch Milliardär wird und den Reichtum, den er dann angehäuft hat, auch ja, richtig investiert, also nach Redgemaßstäben. Ja. Begrüßt mit mir und einem dicken Applaus ebenfalls Christoph Redke. Da ist man gleich lustig eingestimmt, oder? Tipptopp. Musik hatten wir gehabt, jetzt schenke ein. Ja. Ich brauche das Mikro. Stimmt. Da war was heute. Deswegen. Genau, ich übergebe euch beiden viel Spaß und auf einen schönen Abend. Ja? Dankeschön. Okay. Bis später. Danke für Ihnen. Florian hat ja eben gerade die Geschichte mit dem Facebook-Post so erzählt, dass sie nicht wirklich komisch war. Die zweite Hälfte des Ganzen fehlt nämlich, dass ich gesagt habe, ich hoffe, dass Gero die Milliarde, die er mal haben wird, nicht nur vernünftig investiert, sondern auch in Drogen, Orgien und anachronistische Sportwagen. Das würde mich sehr freuen, weil man investiert ja auch Emotionen in andere Menschen und die möchte man irgendwann zurückbekommen. Das ist ja eines der Grundgesetze des Lebens. Ich freue mich sehr, Gero heute Abend hier zu haben. Ich freue mich auch sehr, euch hier zu haben und natürlich an diesem schönen Abend. Und ich sage immer, Ansgar Oberholz, der Gründer von St. Oberholz und hier von der Espresso Bar, ist ja einer unserer allerersten Unterstützer gewesen, ein großartiger Mensch und ein großartiger Ort, an dem wir das hier machen. Dass wir auf dieser Bühne nicht nur zu zweit sind, sondern zu dritt, weil nicht nur sind Gero, also mein Gast und ich hier, sondern wir haben auch immer noch eine schöne Flasche edlen Schnaps hier am Start. Heute, diejenigen, die schon früher mal zugeschaut haben, werden denen wird das gleich auffallen. Heute ist es kein Rum, sondern auf Wunsch unseres Gastes ein Whisky. Und da springe ich dann auch schon mal über meinen Schatten. es handelt sich um einen 12 Jahre alten Balvenie. Und was interessant ist am Balvenie, also wie wir Gero vorgestellt haben, wie wir mich vorgestellt haben, müssen wir jetzt natürlich auch über den Schnaps sprechen. Balvenie als Destille existiert seit 1892. Seitdem wird in der Speyside im Nordosten Schottlands dieser Whisky destilliert. Interessanterweise, was macht ihn so angenehm, was macht ihn so lecker? Gero ist ein riesengroßer Fan. Er wird in zwei verschiedenen Fässern über 12 Jahre ausgebaut. Die ersten 8 Jahre verbringt er in Fässern von amerikanischer Weicheiche. Und diese Weicheiche, die macht tatsächlich genau das, die macht so einen Schnaps weicher. Zieht halt die Öle und die
Säuren raus aus so einem Whisky. Und die letzten 4 Jahre verbringt er in Sherryfässern. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Süße. Und ich werde jetzt mal dieses Mikrofon hier der Dame in der ersten Reihe geben, damit ich uns schön einen einschenken kann. Sehr gut. Hallo bitte. So, Gero, ich freue mich auf einen schönen Abend. Ja. Uns alle hier. Für uns alle, und ich kann euch allen versichern, wir haben, also, der ist much more well scanned form. Ihr seht das hier da hinten. Also, nach der Show habt ihr alle noch richtig Gelegenheit, euch die Rübe abzuschrauben, wenn ihr das möchtet. Vorsicht. Angenehme Honignoten. Und das für den Rumfreund, dass du es extra für mich machst, rechne ich dir hoch an, Christa. Gerne. Hauptsache dreht, oder? Also. Ja, also, ich werde dafür sorgen, dass wir hier uns die ganze Zeit wieder, dass wir immer volle Gläser haben. Gero, kommen wir zur Sache. Viele Leute haben ja, könnte man meinen, überhaupt erst von Existenz der Firma Signavio erfahren, als sie auf einmal im letzten Dezember aus heiterem Himmel einen Höllenschotter von einem amerikanischen Investor bekommen habt. 31 Millionen Euro. Und zufällig weiß ich, oder nicht zufällig, weil du hast es mir erzählt, dass bis zu dem Zeitpunkt ihr als Gründer auch noch 100% der Firma hattet. Das heißt, das ist euer Seed-Investment. 31 Millionen Euro. What the fuck? Ja, also warum, wo wart ihr, wie kam das dazu, warum erfährt man euch oder von euch auf einmal aus heiterem Himmel in dem Moment, wo ihr eines der höchsten Investments in ein Startup bekommt, was man hier seit Jahren sich überhaupt erinnert? Was ist da passiert? Also warum hat man nicht von uns gehört? Wahrscheinlich, weil wir nicht die absolut hipsten Sachen machen oder jetzt ein Thema beackern, was sozusagen alle als das Hype-Thema ansehen. Wir machen Software für Mittelständler und Großunternehmen, helfen denen, bessere Abläufe, bessere Prozesse zu erreichen, bessere Entscheidungsstrukturen umzusetzen in Unternehmen. Das ist jetzt nicht so das sexieste Thema, was man sich sozusagen vorstellen kann, aber eins, mit dem man gut Geld verdienen kann. Und glücklich für uns, wir sind und waren immer profitabel und das gar nicht schlecht und haben sozusagen den Leitspruch beherzigt, nimm nur dann Geld an, wenn du keins brauchst. Weil dann kriegst du einen Deal, der dir Spaß macht und wo du in einer guten Verhandlungsposition bist. Und für uns war jetzt der Zeitpunkt Dezember 2015, letztes Jahr, so auf 100 Leute angewachsen. Bis dahin kann man halt sehr viel intuitiv machen und so mit gesundem Menschenverstand. Und dann haben wir uns überlegt, ab jetzt brauchen wir auch einfach professionellen Beistand sozusagen. Wir holen uns noch ein paar Profis zusätzlich an Bord, die uns helfen, in Amerika weiter auszubauen, aber auch die Firma als Ganzes noch weiter voranzutreiben. Und sozusagen weniger, weil wir das Geld unmittelbar gebraucht haben, sondern zum einen als Proofpoint, sozusagen die Glaubwürdigkeit des Unternehmens nach vorne zu bringen, aber auch einfach, um auf ein neues Level zu kommen mit der Firma und sozusagen professioneller zu werden für die nächsten Jahre. Kannst du uns so 2-3 Wegmarkierungen auf dem Weg dahin geben? Also Florian hat ja schon erzählt, dass ihr 2009 gegründet habt. Wir haben uns kennengelernt 2012. Da hattet ihr bereits Kunden und wart profitabel. Dann sind nochmal 3 oder 4 Jahre ins Land gezogen. Ihr habt eine sehr respektable Kundenliste. Aber was waren für euch die Milestones auf dem Weg von ein paar Jungs vom Hasso-Plattner-Institut machen ihr eigenes Software-Ding und boom, ja, auf einmal sind sie schwerreich investiert? Also gestartet hat es am HPI, wie du schon gesagt hast, als Spaßprojekt. Also wir haben an Technologie gearbeitet. Damals lief noch nicht sehr viel Software im Webbrowser. Und wir waren sozusagen die Ersten, die im Prinzip ein Malprogramm im Webbrowser gebaut haben. Damals gab es sowas wie Writely, damit konnte ich Texte schreiben, also Word im Web. Und wir haben im Prinzip PowerPoint im Web gebaut. 2006 war das. Und dann waren Leute, wir hatten einen Webserver, der stand unter meinem Tisch. Ja. Immer wenn ich gegengetreten habe, kam das Netzkabel raus und die Leute konnten den Service nicht mehr nutzen. Und dann Leute, die uns angerufen haben und gesagt haben, ich habe hier eine Vorstandspräsentation und alle meine Materialien, all mein Content ist auf eurem Server, steckt mal wieder das Stromkabel rein. Und da kommt dann irgendwann so die Idee, Mensch, da könnte man vielleicht eine Firma draus machen, wo Leute tatsächlich bereit sind, Geld für auszugeben. Das war 2009.
ging sehr schnell los. Wir hatten viele namhafte Kunden sehr schnell. Charité, Bayerischer Rundfunk, AOK, United Internet. Das waren so Namen unter den ersten 20 Kunden, die so innerhalb der ersten 12 Monate auch alle bei uns angefangen haben. Axel Springer und so weiter. 2012, als wir uns kennengelernt haben, bin ich für ein paar Monate nach Amerika gegangen. Weil da war immer so das Mantra, naja, in Deutschland, das ist so ein bisschen Spielkrams und die Musik spielt in Amerika, man muss rübergehen und das mal dort gesehen haben, um mit den echten Jungs sozusagen zu spielen. Da habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Bin da für ein paar Monate rübergegangen. Christoph lag eines Morgens auf meiner Couch. Das ist die Art und Weise, die ich erzähle. Ich erzähle sie anders. Aber erzähl ruhig weiter. Ja, ich habe da in so einer Gründer-WG im Prinzip gewohnt und einer der Mitgründer war gut befreundet mit Christoph. Und dort haben wir im Prinzip die ersten Schritte in Amerika dann gemacht. Das Department of Defense war unser, ich glaube, zweiter oder dritter Kunde in den USA, Cisco. Es kam sehr schnell sozusagen große Namen für uns und das war schön zu sehen, dass halt diese Software, die wir eigentlich für den europäischen Markt ursprünglich konzipiert hatten, halt auch bei den Amerikanern ankommt. Jetzt haben wir uns stetig weiterentwickelt. Wir haben nicht nur ein Produkt, mehrere Produkte, haben eine kleinere Akquisition gemacht letztes Jahr für sozusagen ein drittes Produkt im Portfolio und neue Märkte dazu genommen, das Übliche. Wenn man das halt so macht. Ihr seid ja 4 Gründer, nicht wahr? Und ihr seid alle, wenn ich das richtig verstehe, Certified Smart, also mit anderen Worten Doktor-Ingenieure der Informatik. Oder? Alle Informatik, aber ich bin der einzige Doktor. Ach, du bist der einzige Doktor, okay. Ja, ja. Hat euch dieses Geschäftliche im Blut gelegen? Also der klassische Informatiker, den wir vielleicht jetzt vor unserem inneren Auge haben, ist nicht besonders sozial und findet vielleicht auch nicht immer den direkten Weg zum Geld. Ist das irgendwie eine magische Gruppe, die sich da zusammengefunden hat? Ist es da irgendwie ein Wunder passiert? Ich meine, auch nicht jeder, der vom HPI kommt, macht nachher halt ein solches Softwareunternehmen. Also ich kann es aus der Familie. Mein Vater, mein Onkel, Großeltern sind alles Unternehmer. Deswegen kannte ich das sozusagen so ein bisschen von zu Hause, wie sich das anfühlt. Keiner im Bereich Software. Das war sozusagen neu. Wie kann ich ohne Lagerhallen und ohne Produktionsstätten irgendwie wachsen? Ja, das war für die ein Rätsel. Ja. Wo wird denn bei euch hier wirklich gearbeitet, wenn man mal durchs Büro führt? Ja? Das ist ja die ganze Verwaltung hier. Und wo, ne? Und wo findet die eigentliche Arbeit statt? Auch interessant, ja, die verschiedenen Sichtweisen, was so ein Unternehmen machen muss. Ja. Wir hatten einfach Glück. Es hat mir mal jemand erzählt, ein Gründerteam muss verschiedene Charaktere haben. Es muss einen James Bond haben, der vorprescht, ja, und optimistisch das mit allen Feinden aufnimmt. Ein Daniel Düsentrieb, der die ganze Zeit verrückte Ideen hat. Ich brauche einen Willy Brandt, der nach innen hin sozusagen die ruhige Hand auflegt. Und ich dachte, die Ostpolitik betreibt. Ja, sozusagen Rumänien anhört. Harmonie stiftet und so weiter. Ja. Und einen Albert Einstein, der sozusagen alles kritisch hinterfragt. Und im Prinzip so einen Mix hatten wir. Und zwar weniger fachliche Qualifikation. Ich meine, Grundrechenarten, profitabel bin ich dann, wenn ich mehr einnehme, als ich ausgebe. Ja, das kriegt man gerade noch so gestemmt. Und so ein paar Grundregeln bringt man sich bei. Und ansonsten war es eher eine Frage der Charaktere, die dort zusammenkommen und die sich gegenseitig befruchten. Und auch jetzt noch sind alle an Bord, ja? und sind fleißig dabei, das Unternehmen weiter auszubauen. Ich habe ja schon gleich gefragt, woher das kommt, dass aus heiterem Himmel auf einmal ein Unternehmen, von dem noch nie jemand gehört hat, auf einmal so viel Geld bekommt, wie man das eigentlich nur von den Stars der Internetbranche kennt oder vielleicht nicht mal von denen. Gibt es da, wo du herkommst, noch eine weitere Szene von Milliardenunternehmen, von denen keiner gehört hat? Also man muss dazu wissen, dass Signavio in Charlottenburg angesiedelt ist. Nennen die auch immer Hidden Tiger von Charlottenburg, weil halt eben niemand nach Charlottenburg schaut, wenn er nach Unternehmern sucht. Und es kommt auch wirklich dazu, dass wenn ich dich nicht auf dem Sofa kennengelernt hätte, sozusagen in den USA, ich hätte dich bestimmt nicht auf den Internetkonferenzen kennengelernt, bestimmt nicht auf der Le Web, bestimmt nicht auf der TechCrunch Disrupt oder sowas. Warum ist das so? Also uns war das eigentlich ganz recht. Also es gab auch im Nachgang der Finanzierungsrunde irgendwie ein Unternehmen, das nach Unicorn riecht und so. Da dachte ich so, Leute, komm, ja, also wir brauchen noch ein bisschen, ja, gebt uns mal Zeit und wir tun unseren Job und so und jetzt mal nicht die Erwartungen irgendwie in so eine messliche schrauben. Wir haben uns nicht auf den Konferenzen rumgetrieben, weil wir
sozusagen die Investorenszene war für uns unattraktiv die meiste Zeit. Auch wie sind wir an unsere Investoren letztendlich rangekommen? Die sind alle auf uns zugekommen. Ja, die haben uns irgendwo dann entdeckt, keine Ahnung, wir sind irgendwo auf irgendwelche Listen scheinbar aufgepoppt und auf einmal standen sie alle vor der Tür. Und bei uns war halt, wir haben halt eine ganz, ganz spannende Kombination in der Firma. Zum einen halt eine kritische Größe, ja? Also ein SaaS-Unternehmen, was mehr als 2, 5, 10 Millionen Euro schiebt, gibt es halt nicht so wahnsinnig viele, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Zum anderen halt eine Kombination aus starkem Wachstum. Wir sind immer so zwischen 65% und 80% pro Jahr ungefähr gewachsen. Und das in Kombination mit hoher Profitabilität. Ja, also wenn wir mal irgendwie 15-20% EBIT-Marge haben, dann ist das ein super schlechtes Jahr für uns. Ja, also, sondern da sind halt ganz, ganz andere Zahlen bei uns die Realität. Darf ich also noch, also braucht ihr ein 20 oder sowas, ein 50er? Also ich könnte noch investieren. Also. Nee, und wie gesagt, diese Kombination hat sozusagen alle möglichen Investoren der Welt auf den Plan gerufen und das nahm dann irgendwann total überhand. Das war so Februar, März letzten Jahres, wo ich dann sehr viel Zeit verbracht habe, nur mit Leuten, die irgendwie geupdatet werden wollten. Ja, alle 3 Monate kommen die und wollen eine halbe Stunde lang reden, wie es so läuft. Und wenn man dann aber 40 oder 50 Investoren dort sitzen hat, ja, dann wird das halt anstrengend. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, entweder wir machen jetzt den Schritt und nehmen Investoren auf und dann suchen wir uns auch den Besten und dann machen wir auch lange Zeit erstmal nichts mehr. Machen wir nur unser Geschäft oder wir entscheiden uns halt nichts zu machen. Dann haben wir uns Profis an Bord geholt, die haben uns geholfen, das alles zu strukturieren. Hatten dann viele, viele Angebote auf dem Tisch und am Ende wurde es dann halt Summit, die uns am besten gefallen haben als Investor. Warum habt ihr keinen deutschen Investor genommen oder gefunden? Warum ist es ein amerikanischer Investor? Also man könnte jetzt ja sagen, dass so wie du das beschreibst, ist das ja ein interessanter Case für sehr, sehr viele Leute. Man hört davon, dass es in Deutschland auch immer mehr Family Offices gibt, die auf diese Art und Weise investieren. Es gibt verschiedene Technologiekonzerne, die möglicherweise auch interessiert sein sollten. Aber ihr habt euch für einen amerikanischen Investor entschieden, deswegen, weil es das in Deutschland nicht gab oder weil es andere Vorteile gab? Also zum einen findest du in Amerika viel mehr Investoren, die halt in der Größenordnung Investments tätigen. Wir hatten auch Angebote aus Deutschland. Ja? Also, Summit war auch nicht das kommerziell attraktivste Angebot. Ja? Es gab sogar einen deutschen Investor, der ein besseres kommerzielles Angebot uns gegeben hat. Wir haben uns ganz explizit für einen Amerikaner entschieden, einfach weil Amerika für uns als Markt einfach unglaublich spannend ist für die nächsten Jahre. Summit ist halt sticht halt wirklich raus. Ja. Die haben irgendwie von ihren 400 Investments, die sie gemacht haben, haben sie irgendwie 150 an die Börse gebracht. Ja. Also das ist halt schon eine Hausnummer, die man sozusagen in der Qualität hierzulande auch einfach nicht findet. Darauf trinken wir erstmal einen, oder? Und wenn wir hier trinken, wir haben... Das ist lecker, oder? Das ist ganz gut. Heute wirst du noch so. Also ich werde dich ja nachher noch mit dem Rum, der da vorne steht, bombardieren und dann sehen wir mal. Ja. Wir haben heute einen hervorragenden Hashtag für alle, die finden, dass Gero ein interessanter Typ ist und dass man von ihm was lernen kann. Gero Unscripted. Das ist unser neuer Trick. Also wir nehmen die ganze Fame, ja, und projizieren die nicht auf mich oder auf unsere Show, sondern auf den jeweiligen Gast. Gero Unscripted. Ja? Also jeder, der Gero und uns und jedem was Gutes tun will, während wir uns hier eine hinter die Binde kippen, kann jetzt twittern, Gero Unscripted, und sagen, dass wir super sind. Du hast dir schon ein bisschen was davon erzählt, dass dein Umfeld oder deine Familie unternehmerisch veranlagt ist. Kannst du Menschen oder Momente nennen, die dir eine Wendung gegeben haben? Also nicht nur also in Richtung Unternehmertum, was selber machen, sondern auch während der Zeit, wo ihr, also ihr seid ja immerhin jetzt schon seit fast 7 Jahren dabei bei Signavio, die den ganzen Laden und auch dich selber und deine Freunde, mit denen du gegründet hast, in diese Richtung gebracht haben? Fing das früh an? War das erst im Studium? Lag dir das in der Wiege? Also ich glaube, ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, aber für mich persönlich. Das, was ich gelernt habe zu Hause im Prinzip über Unternehmertum, war halt Begeisterung für Produkte, Begeisterung für die Sache, an der man arbeitet. Das sozusagen, wenn es gut funktioniert, dann sind es sozusagen... Finanzieller Erfolg ist ein Nebeneffekt davon. Aber dass im Prinzip die Sache wichtig ist, weil dafür steht man jeden Morgen auf. Und deswegen ist halt... Das hat viel mit unserer Story zu tun. Ich meine, wir haben jetzt eine Größe und auch Unternehmensbewertung und so, wo die meisten anderen Leute schon längst verkauft hätten. Ja? Die hätten gesagt, Mensch,
Ja, dann catch ich sozusagen ein und setze mich an den Strand, ja, und segel bis zum Ende meines Lebens. Und wir haben halt gesagt, nee, das ist es nicht. Ja. Wir haben so viel Spaß an der Sache, so viel Spaß, Produkte zu bauen, so viel Spaß, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich das, was uns antreibt. Und weniger sozusagen ganz viel Geld auf dem Konto zu haben. Ja. Das ist hoffentlich eines Tages sozusagen dann in großem Maße der Fall. Aber heute steht eher im Mittelpunkt, das halt weiterzubauen und einfach auszutesten, was geht noch, in welche Bereiche kann ich mich weiterentwickeln. Nochmal zurück zu den Wendungen. Ja, also kannst du sagen, ich meine, du hattest ja wahrscheinlich wie jeder von uns, irgendwann hattest du ein Abitur in der Tasche und wusstest nicht, was du machen solltest, oder? Was passierte dann? Dann bin ich studieren gegangen. Ja. ich hatte eigentlich nicht vor, Unternehmer zu werden, ja, weil ich habe auch viele negative Erfahrungen gehabt zum Thema Unternehmertum zu Hause. Ja, also was passiert, die einfachste Finanzierungsform für einen Unternehmer ist Privatkredit, ja, blöd nur, wenn er platzt, weil dann setzen sich ganz viele doofe Dinge in Bewegung, die man alle nicht haben möchte. Ja, oder Mitarbeiter, die, keine Ahnung, die ein Alkoholproblem haben und die man rausschmeißen muss, weil irgendwie geht es nicht weiter. Wir trinken hier nochmal Alkoholproblem. Ja. Ja, also Alkoholproblem, wir haben keins. Aber sozusagen Mitarbeiter, die nicht verstehen, was mit ihnen passiert und es nicht akzeptieren wollen. Also sozusagen viele, viele negative Sachen habe ich. Deswegen habe ich gedacht, ich mache die sichere Geschichte. Ich habe tatsächlich nach dem Studium auch kurz bei McKinsey gearbeitet als Berater. Das war für mich super, weil es im Prinzip so eine Art, das war wie so eine Art Brain-Teaser, ja? Wie so ein Kreuzworträtsel. Im Prinzip kannst du das Gehirn, oder so Doku eher, ja? Du kannst das Gehirn einschalten und dann kannst du maximal da irgendwie spielen und analytisch unterwegs sein. Und du kannst nicht viel falsch machen. Du weißt genau, was von dir verlangt ist und du kriegst ganz viel Geld und du machst eine super Karriere und es ist im Prinzip risikoloses Sudoku-Spiel. Ja, so kann man das im Prinzip formulieren. Und mir hat das auch viel Spaß gemacht. Mein Vater, der hat gesagt, du bist des Teufels, ja. Berater, das ist das letzte Pack, ja. Berater, das sind die jungen Typen, die keine Ahnung von gar nichts haben und die kommen rein, ja, zu uns Mittelständlern oder soliden Unternehmen, ja, und die wollen dann erzählen, was man alles falsch macht, ja. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich kann dir genau sagen, wie man hier mein Lager richtig auf Trab hält, ja. Da brauche ich keinen Berater dafür. Deswegen in der Familie war das, meine Mutter fand das super, ja. Weil regelmäßiges Einkommen. Regelmäßiges Einkommen, gesicherte Karriere, sie ist Beamte. Schwieger so ein Potenzial. Ja, super, ja. Und ganz angesehen. Und wie gesagt, dann kam das Projekt während der Doktorarbeit dazwischen und dann habe ich gesagt, nee, ich sozusagen der Spaß an der Sache, der Spaß am Produkt hat dann doch überwogen und gesagt, nee, ich lasse das mal mit dem Sudoku spielen und gehe jetzt mal sozusagen voll ab. Ja? Mein Vater war glücklich, meine Mutter war ganz unglücklich. Über die Konsequenzen dessen werden wir auch nachher noch sprechen. Du hast jetzt ja schon ein bisschen darüber erzählt, wie es war mit eurem Fundraising und dass das ein bisschen anders war als bei den meisten, die ja sehr darum kämpfen müssen, überhaupt diese Art von Aufmerksamkeit zu bekommen und sich gegen sehr, sehr viele andere Bewerber ums gleiche Geld sozusagen durchsetzen müssen. Und basierend darauf ist jetzt der richtige Zeitpunkt für das Founders Unscripted Millionenspiel. Das Founders Unscripted Millionenspiel funktioniert wie folgt. Haben wir uns heute zum ersten Mal einfallen lassen, wird aber garantiert ein richtiger Burner. Wir geben unserem jeweiligen Gast 1 Million Founders Unscripted Euro. Ich glaube, es ist relativ deutlich, dass man damit nicht im Spätkauf sein Bier kaufen kann. Aber es ist 1 Million, es sind 20 Scheine, 50.000 Euro. Gero, die gehören jetzt sozusagen temporär dir. Wir haben hier 3 Startups, die ich dir kurz vorstellen werde. Und du hast die Gelegenheit, aber auch die Pflicht, diese Millionen auf diese 3 zu verteilen. Je nachdem, wie du glaubst, dass sie sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln werden. Wenn es dein eigenes Geld wäre, worauf würdest du halt dieses Geld setzen? Es gibt eigentlich nur eine Regel. Du darfst das Geld nicht dritteln. Du darfst nicht allen 3 das Gleiche geben. Und du musst uns kurz erzählen, warum du auf das eine setzt und auf das andere nicht.
Sehr gut. Was wir vorhaben, ist, diese drei Startups dann nachzuverfolgen. Das heißt, wir machen ja diese Show alle 2 Monate und wir werden genau hinschauen, wo denn Gero's große Wette, die Millionen, wo sie denn geblieben ist am Ende des Jahres. Jede Show werden wir wiederum 3 neue Startups vorstellen und ihr könnt euch darauf bewerben, eins von diesen 3 Startups zu sein, indem ihr eine Mail schreibt an millionenspiel@foundersunscripted.com. millionenspiel@foundersunscripted.com, dann habt ihr die Gelegenheit von einem sagenhaft smarten, potenziell reichen. Das übrigens wollte ich noch sagen, ja, also so wie du die Geschichte erzählt hast, glaube ich, muss ich noch eine Weile warten auf meine Orgien und Sportwagen, weil ich meine, wenn ihr nie auscasht, sondern immer weitermacht, dann hört sich das eher nach Grillfest im Garten an. Ja, aber gut, man muss nehmen, was man kriegen kann. 3 Startups, 3 frische, großartige Startups aus der Berliner Szene, die ich alle sehr, sehr gut kenne. Und wir fangen mal an. Ich habe 3 ausgewählt, die sehr unterschiedliche Dinge machen, um auch so ein bisschen rauszufinden, worauf du stehst. Parlamind, das erste. Parlamind baut eine Software as a Service, Software dafür, Kundenfeedback zu analysieren. Und zwar nicht nur das Kundenfeedback, was man über Dropdown-Menüs bekommt, sondern auch aus wirren E-Mails, aus wirren Telefonanrufen, weil so sind die meisten Kunden drauf. Die hauen einfach irgendwas ins Freitextfeld rein oder schreiben eine E-Mail. Wie systematisierst du das? In der Regel gar nicht. Es sei denn, du hast ein Startup, was großenteils aus Computerlinguisten besteht, was auch den Freitext sehr, sehr gut analysieren kann, was dir als Betreiber des Shops sehr, sehr genau sagt, wo hakt's, zu welchen Zeitpunkten, worüber wird immer wieder geredet. Die Sensation ist, dass Parlamind zwar ein sehr Hardcore-Tech-Unternehmen ist, aber trotzdem 50% der Gründer und auch des gegenwärtigen Teams Frauen sind und auch der CTO eine Frau ist. Der Gründer Christian Wolf hat vorher Wir Kaufen's gegründet, das heißt auch ein erfahrener Gründer. Parlamind ist das Unternehmen, was die Art, mit der du mit Kundenfeedback umgehst, revolutionieren wird. Parlamind, ja, darauf kannst du Geld setzen. Oder, und hier muss ich jetzt eine Requisite aus der Tasche ziehen, halt mal bitte das Mikro. Das hier, ich ziehe es mir jetzt nicht an, weil das würde noch ein bisschen fummeliger sein. Das ist ein Handschuh. Ja? Also das sind 4 Finger und ein Daumen, das seht ihr. Das zieht man sich einfach über die Hand. Und das ist das Produkt von DB Glove. Das Produkt von Nicolas Capodusso. DB Glove übersetzt digitale Texte in deine Hand. Das funktioniert so, dass es richtet sich spezifisch an Blinde und an Taubblinde, die keine Bildschirme sehen können und für die es extrem schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist, digitale Inhalte von Bildschirmen aufzunehmen. Was können die machen? Ja, du kannst ja auf einem Bildschirm nicht Brei-Text veröffentlichen. Die Software und die Hardware übersetzt Texte in Druckpunkte auf der Hand. Und das sieht man hier, wenn man genau hinschaut. Diese Finger haben halt eben jeweils 3 Druckpunkte. Ein A ist zum Beispiel hier, Spitze des Zeigefingers, ein B, wenn du das so möchtest, ist die Spitze des Ringfingers. Und auf die Art und Weise, und das ist das Erstaunliche, kann man Texte sehr, sehr schnell verständlich machen. Wenn du einmal begriffen hast, welcher Druck auf deine Hand, welcher sensorische Impuls für welchen Buchstaben steht, kannst du Texte sehr, sehr schnell verständlich machen, auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du ihn nicht hören kannst. Das heißt, es geht wirklich um eine komplett neue Interpretation von Sprache. Das macht DB Glove mit Nicolas Capodusso. Und Nicolas als zusätzliche Input wurde letztes Jahr als einer der 35 brillantesten Leute unter 35 von der MIT Technology Review gekürt. Und wer ihn kennt, weiß, das stimmt auch. Die machen sowas seit 5 Jahren. DB Glove, das ist der Handschuh, der Sprache für Blinde verständlich macht. Geschriebene Sprache, wohlgemerkt. Oder ein komplett anderes Ding, Chatshopper. Chatshopper sind der führende Anbieter in Deutschland, nachdem Go Butler dicht gemacht hat, kann man sagen, im Bereich Conversational Commerce. Das heißt, man kann den über sämtliche Messenger-Kanäle, ursprünglich über WhatsApp, jetzt über Facebook Messenger, Twitter, SMS, alles was ihr wollt, Anfragen stellen, wie zum Beispiel, ich brauche nächstes Wochenende ein blaues Kleid oder ein geblümtes Sommerkleid. Am anderen Ende steht ein Agent, der dir direkt auf diesem Kanal 3 oder 4 Angebote macht. Du kannst direkt draufklicken, bekommst das zugeschickt. Zu Anfang, ganz ehrlich, habe ich mich gefragt, wer braucht das? Weil wenn ich was kaufe, dann möchte ich gerne, dass da halt eben viele Angebote nebeneinander stehen auf Amazon und ich die verschieden sortieren kann. Aber Menschen unter 18, Menschen unter 20 nutzen das wie verrückt, weil es halt eben genau in ihr Kommunikationsverhalten passt. Snapchat, Instagram, all diese verschiedenen Kanäle, in denen nicht nur
zu kommunizieren, sondern auch zu kaufen, ist eine Sensation. Und das drückt sich auch darin aus, dass die Anfragenzahl innerhalb der letzten drei Monate um 544% gestiegen ist. Mit minimalem Investment. Und ich war dabei, ich habe da sozusagen zugesehen, sie hatten noch keinen Pfennig an Investment, da hatten sie schon 16 Praktikanten, die die Publikumsanfragen beantwortet haben. Das sind deine drei Möglichkeiten. Entweder die Revolution im E-Commerce oder die Sensation im Bereich Sprache für Blinde, ja, oder Lesen für Blinde. Wir machen Blinde sehend sozusagen. Oder das eine Ding, was den Customer Service revolutionieren wird. Setze deine Million jetzt und sag uns jeweils, warum. So, jetzt muss ich mal zählen. So, ich fange mal, in der Mitte an. Und zwar, ich setze 350.000 Euro. Nicht drittellen. Ja, mache ich auch nicht. Okay. Mache ich auch nicht. 350.000 Euro für DeepLove. Ich finde technologieintensive Sachen sowieso immer super. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie groß der Zielmarkt ist, aber als Technologie super spannend. Ich habe sowas Vergleichbares noch nicht gesehen. Also der Case für mich ist super klar. Es ist ein, der Formfaktor stimmt, das ist was Minimalinvasives, was ich auch tagtäglich tragen kann. Wie das dann genau verbunden ist an die Dinge, wo der Text herkommt, keine Ahnung, aber ich finde die Technologie super spannend. Wo packe ich die letzten oder die übrigen 650.000 hin? Ich gebe einem der beiden nichts und dem anderen alles. So, jetzt ist es spannend, was? Ich gebe Chatshopper nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Modell funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann nur über sozusagen eine Billiglohnstrategie, dass ich halt ganz viele Leute habe, die für unglaublich wenig Geld bereit sind, dort zu arbeiten. Das finde ich ethisch nicht erstrebenswert. Deswegen, als erstes glaube ich da nicht dran und ich würde mir auch wünschen, dass solche Modelle nicht funktionieren, ehrlich gesagt. Also ich muss das unglaublich billig machen, sonst funktioniert das kommerziell einfach nicht. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass es nicht funktioniert. So, ich gebe alles paranoid. Ganz zu Anfang, als wir Signavio gestartet haben, hatten wir zum Beispiel ein Projekt bei eBay und im Bereich Customer Support. Und es war unglaublich zu sehen, dass schon damals, 2009, 60-70% der Anfragen, die bei eBay reinkommen, per E-Mail, werden nicht von Menschen bearbeitet. Ja, sondern es sind Standardanfragen. Wo ist das Ding? Was ist der Status? Wie mache ich jetzt weiter? Gewisse Standarddinge, die ich einfach erkennen kann am Text und dann mit Standard-Antwort-Bausteinen antworten kann. eBay ist groß genug, um sich so eine Technologie selbst zu bauen. Die brauchen kein Produkt. Auch andere, Zalando oder so, würde ich davon ausgehen, dass die sich Technologie einfach auf den Leib schneidern, selbst bauen. Aber für alle sozusagen, was da vom Volumen darunter sitzt. Also wie gesagt, es gibt ja tausend Anfragen, die total banal sind. Ja, wo ist mein Paket? Ja, oder ich habe bezahlt und es ist immer noch nicht gekommen. Ich habe es bekommen, aber es ist kaputt, was soll ich tun? Ja, da gibt es ja so tausend Standardanfragen, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da mit einem vernünftig schlauen Ansatz richtig gut was bauen kann. Also das ist für mich eine sichere Bank. Ja, also wenn ich eine Chance habe, da beteiligt zu sein, ja, gerne Adresse her, dann bin ich dabei. Du lachst, aber sie suchen auch wirklich gerade nach Investment. Ich mache die Connection morgen. Gerne. Okay, danke Gero. Das war das Founders Unscripted Millionenspiel. Ist lustig. Ich auch. Ja, danke. Also wir hatten ja schon verschiedene Gäste, die so ihre eigene Alkoholstrategie hatten. Einer hat selber noch Bier mitgebracht. Das fand ich ein bisschen respektlos. Hier wird das nicht nötig sein. Also ich bin gespannt, wie es mit Parlament weitergeht und wie du dich da engagieren kannst. Also gerne. Bleib dran. Gero, als wir uns kennengelernt haben
Und damals habe ich auch vielen Leuten davon erzählt, weil mir das als so eine Sensation vorkam. Da hast du relativ beiläufig erzählt, dass ihr damals 2012, und da wart ihr noch 3 Jahre vom Invest entfernt und da hatte wirklich noch niemand von euch gehört und du warst gerade halt eben in Kalifornien, da hast du mir beiläufig erzählt, dass ihr, ich weiß nicht, im letzten Quartal 500.000 Euro Gewinn gemacht habt. Da dachte ich mir, wie jetzt Startup und Gewinn, geht das? Ja. Und dahinter steht natürlich die Frage, ist das gewünscht? Ist das der deutsche Weg? Ist das die Art und Weise, wie man in Deutschland gründet? Es sagen ja viele Leute, dass man eher auf Wachstum setzen sollte als auf Revenues. Und so agieren ja vor allem sehr viele amerikanische Unternehmen, dass sie eine große Kundenbasis aufbauen, ohne sofort auf die Profitabilität, guter Whisky, zu achten. Wie siehst du das? Also wenn du mit Gründern sprichst und du kommst jetzt ja auch nach diesem Investment so langsam in die Situation, dass du selber vielleicht investieren kannst, gehst du eher in Richtung Profitabilität oder in Richtung Wachstum? Das ist eine gute Frage. Also vielleicht unsere Story zuerst. Warum profitabel? Ich meine, wir haben 2009 gestartet, da war nicht viel, Investment war nicht das große Thema, auch Gründen war nicht das große Thema, ehrlich gesagt, in Berlin. Da war man einer der Exoten, ehrlich gesagt. Wir haben auch, dadurch, dass wir aus dem HPI kamen, da gab es sowas wie Hasselblatt Ventures. Das heißt, wir hatten schon erste Berührungspunkte mit dem Thema, dass man auch Geld von außen aufnehmen kann. Aber unsere Erfahrung war sehr, sehr frustrierend. Mit den VCs, die Freunde, die VC aufgenommen hatten, die waren dann irgendwie, ja, als das Geld aufgenommen haben, war es noch Geschäftsführer, 3 Monate später nicht mehr. Oder unsere Erfahrung mit Business Angels war, dass es niemanden in Berlin gibt, der Software zu verstehen scheint oder dort relevante Erfahrung beitragen kann. Das ist jetzt anders. Leute, die Geld gemacht haben, die Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben, da gibt es jetzt viel bessere Leute in der Szene. Deswegen haben wir gesagt, es kam mir vor wie eine Zeitverschwendung, da hinzugehen und denen das zu erklären und dann sitzt da jemand und sagt, und wo ist deine App? Dann habe ich gesagt, bei uns gibt es keine App und wir brauchen auch keine App für das Thema, was wir machen. Ohne App investiere ich nicht. Ja. So, ja, toll. Dann bist du wahrscheinlich nicht der richtige Investor für uns. Das kam mir so vor, dass die Zeit, die ich mit Investoren verbringe, kann ich genauso mit meinen Kunden verbringen und Kunden. Ja, das war sozusagen so die Annahme. Und mir kam es so vor, dass irgendwie für 250.000 Investment das aufzutreiben, das ist ungefähr genauso schwierig wie 250.000 Umsatz aufzutreiben. Ja, und dann treibe ich lieber 250.000 Umsatz auf, weil das bringt mich nach vorne und das Investment. Das war sozusagen unser Punkt und wir waren in einer luxuriösen Position, das nicht anders zu machen. Wir haben uns dann auch dieses Mantra ausgegeben, wir wollen unbedingt niemals Investment aufnehmen. Das führt dann zu so Effekten, dass man halt unglaublich viel Kosten spart, ja, dass man, keine Ahnung, bei allen Marketingmaßnahmen haben wir mindestens 60-70% Discount rausgehandelt und so, wir können es nicht leisten, wir haben keine 3 Cent. Ja. Und das hat gut funktioniert für eine ganze Zeit. Wir haben uns selbst kein Gehalt gezahlt für eine ganze Zeit, all diese Späße. Ja. Ist das der Weg, den ich empfehlen will? Also, oder empfehlen kann, naja, es ist eine harte Schule, profitabel zu sein, ganz klar. Ja, und es gibt einem so einen gewissen Reality-Check, wo geht Geld hin und was kriege ich für einen Euro oder was kriege ich für 1.000 Euro. Ich kriege für 1.000 Euro, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, irgendwie einen super Praktikanten für 2 Monate. Ja? Da habe ich einen super motivierten Typen sitzen, der kann 2 Monate wahnsinnig tolle Dinge tun. Ja? Oder ich kann für 1.000 Euro, was weiß ich nicht, Mumpitz machen. Und da kriegt man so ein Gefühl für. Ja? Ich habe heute wieder eine Rechnung von einem Dienstleister auf dem Tisch gehabt, da ging es um einen Flug von Zürich nach München, 1.800 Euro hin und zurück. Da habe ich gesagt, what the fuck, ja, für 1.800 Euro kann ich, ja, da kriege ich tolle Sachen. Eine Sänfte, also ich meine, für 1.800 Euro kann man sich tragen lassen. So, also ich bin ja vom Stuhl gekippt, ja, also sowas ärgert mich auch heute noch, ja, Geldverschwendung ärgert mich einfach. Sag doch mal, wo du geboren bist. Braunschweig. Wieso? Ach, ich meine, wenn jetzt halt eben so Cannstatt oder Stuttgart oder... Erzähl weiter, Entschuldigung. Aber gerade im SaaS-Business ist halt das Thema, dass ich manchmal nicht profitabel sein kann. Ja? Außer ich fahre halt massive Dienstleistungsumsätze oder ich mache sonst irgendwelche Tricks dabei. Da geht es manchmal nicht anders. Ja? Also in SaaS-Business ist nicht profitabel zu sein, finde ich nicht verwerflich. Dass ich aber irgendwie doppelt so viel Verlust habe, wie ich Umsatz mache. Ja? Das kommt mir sehr, sehr, sowas kommt mir sehr, sehr spanisch vor. Ja? Aber sozusagen eine Null zu fahren oder
leicht defizitär zu arbeiten, finde ich okay für solche Geschäftsmodelle. Alles, was so One-Off-Geschäfte sind, wo ich nicht weiß, wie lange die Kunden bleiben und so und dann defizitär arbeiten, weiß ich nicht. Das kommt mir irgendwie spanisch vor. Weil das scheint mir wie so eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bei einem SaaS-Geschäft, wenn ich da irgendwie nur einen Churn von, also ich verliere irgendwie 3-5% Kunden pro Jahr, das ist halt, da stimmt die Mathematik. Ja? Aber wenn ich irgendwie Kunden habe, die nicht wiederkommen oder wie auch immer und trotzdem defizitär, das kann irgendwie nicht sein. Wenn du, also ich meine, du bist viel in Amerika, ihr habt jetzt ja auch ein Büro in San Francisco. Ist es auch das, was du sagen würdest den vielen in Amerika, die sagen, nein, wir müssen erstmal einen Kundenstamm aufbauen, und den vielen, die sagen, in Deutschland ist das eins der großen Probleme, dass du halt für dein Investment, was in der Regel relativ klein ist, schon sehr, sehr schnell Return und Kunden und Einnahmen beweisen musst, sodass es halt eben hier niemals die Investments gibt, die es dir möglich machen, einen Markt dir zu kaufen. Ihr macht jetzt B2B-Business, ihr habt sehr gute Kunden, ihr habt auch relativ gute Einnahmen von Leuten, die sich das leisten können, relativ viel Geld auszugeben. Im Bereich B2C ist das ja ganz häufig anders, da geht es halt um Reichweite, und du musst entweder Reichweite finanzieren oder du wirst dein Produkt niemals in den Markt bekommen. Ist dein Rat oder ist deine Sicht nur B2B-lastig, oder würdest du das auch auf diese Art und Weise B2C-Unternehmen empfehlen? B2C verstehe ich nicht. Ja, also sage ich ganz ehrlich, das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, da halte ich mich auch komplett raus. Ja. Spannendes Modell, nur mal eins zu highlighten, der erste und lange Zeit der einzige Mitarbeiter, der bei uns jemals gekündigt hat bei Signavio, der hat eine App gebaut, ja, eine App. Und der hat an dem Tag seinen Job hingeschmissen, wo die 1 Million Downloads hatten, und jetzt haben sie weit über 100 Millionen Downloads. Dubsmash. Ja, die Video-App. So, und das ist für mich halt, das verstehe ich halt nicht. Ja, da habe ich etwas, was sozusagen ohne Geschäftsmodell, ohne Monetarisierung auskommt. Einfach über Größe, irgendwann habe ich sozusagen genug Aufmerksamkeit und dann finde ich schon was. Ja, ich finde das super für ihn. Ja, also ich freue mich für Daniel, dass er da so mit Erfolg hat, und er ist bei Jimmy Fallon gefeatured in den reichweitenstärksten TV-Shows und so. Ich freue mich total dafür. Ja. Aber ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe das Modell nicht. Ich kann zu sowas auch dann einfach nichts beitragen. Vieles wird ja einfacher und verständlicher mit einem guten Schluck Alkohol. Ihr macht ja mit Signavio Prozessmanagement-Software, oder ihr, man kann es noch größer sagen, ihr ermöglicht es Firmen und euren Kunden, effektiver zu arbeiten. Vernichtet eure Software Arbeitsplätze? Ja. Du hast ja vorhin gerade gesagt bei unserem Millionenspiel, dass Ethik dir sehr wichtig ist, und damit billigen Applaus provoziert, würde ich sagen. Trifft das auch auf Signavio zu, wenn ihr halt eben einem Unternehmen, so ein bisschen auch wie die Beraterschiene, Restrukturierung, neue Prozesse, das bedeutet, dieser und dieser Bereich ist überflüssig, du musst dir einen anderen Job suchen? Ich meine, das ist halt eine grundsätzliche Fragestellung. Ja? Irgendwie dadurch, dass die Autos gekommen sind, sind Kutscher arbeitslos geworden. Ja? Dadurch, dass ich dadurch, dass ich Traktoren habe, brauche ich nur noch 5% der Bauern. Ja? Klar, jede technische Veränderung und jeder technische Fortschritt wandelt einfach die Jobprofile und wandelt sozusagen den Bedarf an Leuten, wo sie eingesetzt werden müssen und wo nicht. Da bin ich einfach fortschrittsgläubig, zu sagen, dass alles, was sozusagen volkswirtschaftliche Effizienz reinbringt, ich den gleichen Output produzieren kann, aber kein Mensch mehr dafür gebraucht wird. Glaube ich oder hoffe ich einfach, dass sozusagen das System insgesamt robust genug ist, dass sozusagen Arbeit gefunden wird. Ja? Aber klar, kann ich sozusagen, wenn ich sagen müsste, wie viele Jobs haben wir vernichtet? Ja, viele, viele. Ja, ganz klar. Bereiche, wo früher Leute Arbeit gemacht haben, wo einfach Maschinen besser geeignet sind, wo ich Dinge automatisiere. Ganz klar, ja, das ist einfach so. Aber es ist der ähnliche Effekt wie, ja, Autos statt Kutschen. Ja, es ist nicht so, dass wir Leute in prekäre Arbeitsverhältnisse zwingen. Ja, das machen wir nicht. Also unser Modell basiert nicht darauf, dass ich Leute zwinge, ein schlechtes Leben zu führen. Ja, das ist der große Unterschied zu der Argumentation von vorhin.
Aber wir schaffen Arbeitsplätze ab, ganz klar. Finde ich erstaunlich, ja. Also ich meine, die wenigsten stehen dazu, dass sie Arbeitsplätze abschaffen. Du stehst dazu. Die deutsche Wirtschaft. ihr seid ja in einem Bereich B2B-Software und Effizienzsteigerung von klassischen Unternehmen, die in Deutschland möglicherweise besonders große Chancen haben, weil wir ja eine sehr starke industrielle Basis haben und sehr, sehr viele Leute jetzt daran glauben, dass wenn wir eine Chance haben oder wenn wir in Deutschland anders sind als in Amerika, dann wahrscheinlich in dem Bereich, dass es halt eine sehr starke produzierende Wirtschaft gibt, die durch Software in gewisser Weise abgegradet werden kann. Und zwar auf Basis von existierendem Geschäft, das heißt, da wird Geld ausgegeben, man kann Geld auch verdienen, weil Kunden ebenfalls Geld ausgeben. Und jetzt kommt ja dazu, dass in den letzten Jahren sehr viele Unternehmen, gerade hier in Berlin, versuchen, ihre digitalen Labore aufzubauen, sich zu öffnen für digitale Geschäftsmodelle, was ja eine Riesenchance sein könnte, möglicherweise auch ist, für Unternehmen, die B2B-Software herstellen. Andererseits sieht die Realität so aus, dass der typische B2B-Sales-Cycle, also die Art und Weise, wie man als Startup an das Geld rankommt von einem großen Unternehmen, irgendwo zwischen einem halben und einem ganzen Jahr liegt. Das heißt, die Prozesse sind ultra langsam. Selbst wenn man eine gute Idee hat, sie reinzubekommen in eine existierende Struktur, ist für viele Leute geradezu selbstmörderisch, ganz egal, wie gut sie ist. Ihr habt das geschafft. Warum? Was ist das Geheimnis? Es gibt da draußen so viele Unternehmen, die das versuchen. Wir haben sehr viele B2B-Startups in Berlin und in ganz Deutschland, die irgendwann verhungern, weil sie die Verträge nicht unterzeichnet bekommen. Wie habt ihr das hingekriegt? Also die kurze Antwort ist Beharrlichkeit trotz Glück. Ja? Also als Komma, also Beharrlichkeit trotz und Glück. Die lange Antwort ist, also genau diese Effekte haben wir natürlich. Ne? Lange Vertriebszyklen, wir brauchen gerade am Anfang haben wir lange gebraucht, den Leuten klarzumachen, was wir eigentlich machen. Gerade so ein Dreivierteljahr nach Gründung hatten wir so eine ganz komische Situation. Viele Leute haben uns gesagt, das ist total super, was ihr macht, das interessiert mich total, das ist total relevant für unser Unternehmen. Dann habe ich gesagt, okay, wir sind uns einig, dass es für dich super ist, hier kannst du unterschreiben, bitte bestellen. Ja? Und das geht nicht, weil so und so und so und so und so. Wie sind wir da durchgekommen? Wir haben einfach lang genug durchgehalten und so nach, ich sag mal so 18 Monate nach Gründung fing es an, sozusagen ein stetiges Geschäft zu werden. Ja, und dass es sozusagen wiederholbar wurde und nicht vorhersehbar, aber zumindest so ein gewisses Pattern gezeigt hat. Und da haben wir uns einfach durchgefressen und einfach nicht aufgegeben. Ja, und ansonsten, ich meine, das ist halt beim Gründen so. Es gibt viele schlaue Leute da draußen, es gibt viele Leute, die arbeiten die ganze Nacht durch, es gibt Leute, die sind super. Ja. Und es klappt trotzdem nicht. Und deswegen, da gehört auch immer eine Portion Glück dazu, dass der Markt da ist, dass die Wettbewerbssituation das erlaubt, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Leute trifft. Ja, also insofern haben wir auch wahrscheinlich einfach sehr viel Glück gehabt. Wenn man, abgesehen vom Glück, ja, wenn du Unternehmen in dem Bereich, in deinem Bereich B2B-Software, SAS, etwas empfehlen solltest, was sie tun können, außer sich aufs Glück zu verlassen, was ist das? Also erstmal, also im Kern des Ganzen, und das ist wahrscheinlich den meisten Startups so, im Kern steht halt ein gutes Produkt. Das sagt sich leicht, die Balance zu finden zwischen, ich höre meinen Kunden genau zu, aber habe selbst auf der anderen Seite auch eine Überzeugung, wo es über das hinausgeht, was Kunden nachfragen. Ja, also da diesen Mix zu finden, nicht nur zu iterieren über dem, was sozusagen der Kunde will, sondern sozusagen die anderen 50% im Prinzip eine Vision haben und das einfach mal zu probieren und darauf zu werden. Auf der anderen Stelle, Durchhaltevermögen trotz, uns haben, als wir die Firma gegründet haben, haben uns alle Leute gesagt, ja, das ist total spannend, was ihr macht, die Technologie ist super, aber wisst ihr, eure Wettbewerber fangen an, genau diese Art Produkte kostenlos rauszugeben. Das war auch so, ja. Und was wäre die natürliche Antwort gewesen? Ja, der Markt kollabiert, Leute geben dafür kein Geld mehr aus. Was wir nicht verstanden hatten, war, naja, wenn du etwas kostenlos rausgibst, machst du halt auch kein Marketing und keinen Vertrieb und nichts mehr dafür. Ja, und du lässt das Produkt links liegen. Das heißt, du kannst selbst gegen kostenlose Produkte super angehen, wenn du einfach ein besseres Produkt hast. Ja? Das sind so Dinge, die in der Situation nicht offensichtlich sind, sondern sich einfach nur durch Trotz ergeben, dass man sagt, ich glaube einfach dran. Ja? Und egal, was du mir erzählst,
Ich glaube dran und zweitens habe ich so viel Spaß, ja, und ich kann es mir auch noch leisten, sozusagen noch 6 Monate oder 12 Monate weiterzumachen. Ich probiere es einfach mal. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwann realisieren, wann reite ich ein totes Pferd. Ja? Das ist die andere Kehrseite. Trotz darf halt nicht dazu führen, dass ich die Welt sozusagen komplett ausblende. Das heißt, selbst in einem B2B-Geschäft muss ich auf einer Zeitschiene von 12, 18 Monaten muss signifikant was passieren. Wenn in 12, 18 Monaten nichts signifikant passiert, ist die Gefahr da, dass ich ein totes Pferd halte. Ja, spätestens nach 24 Monaten muss ich sagen, Cut. Wo führt das alles hin? Du warst ja vor ein paar Monaten bei uns hast eine Open Lecture gehalten am GTEC. Ich erinnere mich da ganz deutlich an einen Dialog, den du mit einem der Zuhörer hattest, möglicherweise mit mir, der dich gefragt hat, wie groß kann denn Signavio überhaupt werden? Wie weit kann das Ganze gehen? Und du hast geantwortet, daran erinnere ich mich noch ziemlich deutlich. Also alles jenseits von 500 Millionen Euro im Jahr Umsatz wird schwierig. Für 500, 600 Millionen Euro darüber hinaus, da muss man schon gut sein, aber 500, 600, das kriegt man hin. Und der Zuhörer hat dann gefragt, ja Moment, das heißt also, dass du selbstverständlich dann eine Milliarden-Euro-Firma gründen wirst. Und deine Antwort war total überrascht in gewisser Weise, ja klar. Also extrem selbstverständlich. Das Ganze gibt es auch noch auf Video, man kann das nachvollziehen. Ja klar. Also als ob das gar nichts wäre. Ja, und da sind wir vielleicht auch wieder bei den Orgien und Drogen. Wie groß glaubst du, dass Signavio werden kann? Du hast ja vorhin gesagt, dass dir diese ganzen Nachrichten, die ganzen Blogs, die jetzt schreiben, das nächste Unicorn aus Berlin oder so, dass dir das eigentlich eher auf den Zeiger geht. Auf der anderen Seite scheinst du ja doch zu meinen, dass da einfach verdammt viel noch geht. Was glaubst du, wie groß ihr werden könnt? Also ich nehme meine Aussage nicht zurück, ja. Also ich ruder da nicht zurück und ich meine das. Also für uns jetzt speziell, der Markt ist halt riesengroß für das, was wir tun und wir kratzen absolut nur an der Oberfläche. Insofern, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Allein mit den Produkten, die wir heute schon haben, mit der Art, wie wir es verkaufen, da geht noch ganz, 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 ganz viel. Und wir haben viele schlaue Leute, die immer schon sozusagen einen Schritt weiter denken und insofern, da ist ganz viel Potenzial drin. Aber ich habe letztens eine Folie bei uns intern in einer Firma aufgelegt, da ging es um die größten Softwarefirmen Deutschlands. Mir war das gar nicht klar, wie stehen eigentlich deutsche Softwarefirmen da. Und mir war gar nicht klar, dass deutsche Softwarefirmen unglaublich klein sind. Also es gibt die SAP mit 20 Milliarden Umsatz, ja? Das war so auf meinem Chart hier, und dann Platz 2 war hier unten. Ja, das war die Software AG mit 850 Millionen und dann Datev auch ungefähr in dem Bereich und dann geht es schon runter. Und Nummer 5 war, glaube ich, schon bei 200 Millionen Euro. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ja. Unsere Firma, da sind wir schneller drin, als ich dachte, ja, so ungefähr. Also das war für mich so ein Umdenken. Aber zurück zu deiner Frage. Die spannende Frage ist ja immer, wie viel kann ich mir vorstellen und wie viel traue ich mir selbst zu? Und das ändert sich, das ist halt wie so ein Sliding Window. Ja? Also am Anfang, das Maximum, was ich mir vorstellen konnte, war eine Firma zu haben mit 15 Mitarbeitern. Warum 15? Weil du brauchst ungefähr 15 Mitarbeiter, um in einem Enterprise-Software-Unternehmen alle Funktionen einmal abgedeckt zu haben. Ja? Dass es nicht eine Person gibt, die sowohl Marketing als auch Support macht, ja? Sondern eine Person macht Marketing und eine Person macht Support. Du brauchst ungefähr 15 Leute, um mal so ein Initialset. Das war das Maximum, was wir uns vorstellen konnten. Ja? Und das nächste Mal, als wir darüber nachgedacht haben, was haben wir uns eigentlich vorgestellt, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon 20 Mitarbeiter. Und dachte so, hey, easy. Ja? Da sind wir so drüber weggeflogen sozusagen. Und zu dem Zeitpunkt war dann so, ja, das Maximum, was ich mir jetzt vorstellen konnte, 20 war so 50. Weil dann irgendwie beginnt die Organisation, dann muss die anders arbeiten und so weiter. So, das nächste Mal, als wir uns angeguckt hatten, da hatten wir 70 Mitarbeiter. Und dann geht das immer so weiter. Das heißt, das ist so ein Sliding Window. Und die Struktur oder wie wir jetzt gebaut sind, da haben wir viel Hintergrundarbeit sozusagen geleistet, um das einfach noch viel, viel größer zu machen. Und um zu diesen, sagen wir, mehreren 100 Millionen Euro Umsatz zu kommen, müssen wir wahrscheinlich noch so 2 Evolutionsschritte ungefähr nehmen mit der Firma. Und zweimal sozusagen uns transformieren als Firma. Und das ist so das Maximum, was ich mir vorstellen kann. Und das ist auch das, was ich mir vorstellen kann mit den Themen, die wir momentan so
die wir adressieren, auch tatsächlich einen Umsatz sozusagen generieren zu können. Darüber hinaus, ich meine, sowas wie eine SAP zu bauen, das passiert halt nicht alle Tage. Ja? Und ich meine, das sind auch ganz normale Menschen, die das gemacht haben. Und ich glaube, solche Menschen, die SAP gebaut haben, solche Menschen haben wir auch bei uns in der Firma. Insofern mache ich mir da... Aber da gehört noch mehr dazu, als einfach nur die richtigen Leute zu haben und die richtige Ambition zu haben. Sondern irgendwie, weiß ich nicht, also das sozusagen würde meine Vorstellungskraft einfach sprengen. Ja? Und die Firmen, die ich sehe, die sagen wir mal über 300, 400, 500 Millionen Euro unterwegs sind, die sind irgendwie nochmal auf einem anderen Level, als wir das sind. Das heißt, dieses Fenster verschiebt sich einfach immer weiter. Wenn ich dich irgendwie im halben Jahr wieder frage oder in einem Jahr wieder frage, dann hat sich möglicherweise das noch weiter geöffnet, wieder in eine andere Richtung. Naja, du lernst halt immer mit... Du lernst ja immer mit dem, was du tagtäglich siehst und was du tagtäglich tust und du wächst damit. Ja? Manche Leute, die hören irgendwann auf zu wachsen und für die ist es dann okay, ja? Und die wollen auch nicht weiter. Und, für mich war es halt bisher so, dass ich gesagt habe, ich bin bisher immer gut mitgewachsen und ich kann mir noch einen Schritt oder zwei Schritte für mich selbst, kann ich mir einfach sehr gut vorstellen. Ich weiß noch nicht genau, wo das Limit sozusagen ist. Ja? Und, aber wie gesagt, darüber hinaus fehlt mir so ein bisschen die Vorstellungskraft, aber sozusagen für den nächsten oder für den übernächsten Schritt, da sage ich, da haben wir einfach noch die Kraft, die Lust, das zu machen und den Schritt einfach nochmal zu gehen. Signavio ist ja eine Software für eine hochentwickelte Wirtschaft, das kann man glaube ich so sagen, die Geld verdient, die komplizierte Entscheidungsfindungs- und Vertriebsprozesse hat. Jetzt sagen ja manche, darunter ich, dass eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir zurzeit haben, diejenige ist, Leute zu integrieren, Menschen zu integrieren, die nicht in eine hochentwickelte Wirtschaft passen. Ja, also wir haben 1 Million Flüchtlinge in Deutschland, die, ich glaube, da sind wir uns alle einig, nicht mehr Flüchtlinge bleiben dürfen, sondern Kollegen, Mitmenschen werden müssen, die selbst ihr eigenes ihren Lebensunterhalt verdienen können müssen. Passt Signavio dann in irgendeiner Weise zu? Ist das für dich ein wichtiges Thema? Kann überhaupt Technologie und Software auf diese Art und Weise helfen oder ist das immer etwas für diejenigen, die schon sehr, sehr weit sind? Also jetzt mal auf diese Flüchtlingsthematik sozusagen, die wir momentan sehen, zu sprechen. In Deutschland kann diese Leute ja absorbieren und die Leute, die dort kommen, das sind super Leute, ja? Also ich habe dir vorhin erzählt, ja, gerade diese Woche haben wir sozusagen unseren ersten Mitarbeiter aus Syrien eingestellt. Der hat einen Master in Marketing. Ja, das ist nicht irgendeine Charity-Aktion oder so, die wir machen. Ja, das sind Top-Leute, die da kommen. Zum Teil. Ja, also zumindest die ich bisher getroffen habe. Und deswegen, das stelle ich mir gar nicht kompliziert vor, diese Leute vernünftig zu integrieren. Ich komme gleich zu dem Thema zurück. Spannend ist es für uns, in anderen Märkten zu sehen, zum Beispiel Philippinen, Vietnam, wo Arbeitskosten einfach unglaublich niedrig sind. Da stoßen wir so ein bisschen an die Grenzen dessen, was unsere Software tun kann, weil auch das Versprechen ist, Dinge effizienter zu machen und so. Wenn Leute einfach nichts kosten, ist das völlig egal. Ja? Du nimmst einfach 100 Leute und schmeißt sie auf ein Problem drauf oder du nimmst 1000 Leute und schmeißt sie auf ein Problem drauf. Ja? Und es kostet dich nichts. Dann ist natürlich... sozusagen gute Abläufe oder ja, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist fast nebensächlich, weil du kriegst alles sozusagen mit Manpower einfach erschlagen. Also da ist sozusagen die Grenze. Ja? Aber wir haben Kunden in China, wir haben Kunden überall auf der Welt, weil sozusagen gutes Arbeiten, gute Entscheidungen treffen überall relevant sind. Um zu dem Thema Flüchtlinge nochmal zurückzukommen, ganz spannend für uns, wir haben letztes Jahr ein neues Produkt gelauncht, das heißt Signavio Decision Manager. Da geht es um Regelwerke und im Prinzip entweder um das Entscheidungsunterstützung oder Vollautomatisierung von Entscheidungen. Ganz spannend ist, dass einer unserer frühen Piloten war das Thema Asylanträge in Deutschland. Ja? Arbeitsvisa, Nachzüglerregelung und so weiter und so fort. Ja? Was für ein Problem habe ich dort gerade? In BAMF sehen wir das. Durch die Flüchtlingswelle sind unglaublich viele Anträge aufgelaufen, viel, viel mehr als früher. Das heißt, die haben jetzt, irgendwann gab es die Aussage, wir brauchen jetzt 2000 zusätzliche Leute, ja, die Interviews führen, zusammen mit dem Dolmetscher, um die Informationen rauszufinden und auf Basis dessen zu entscheiden, soll jemand Asyl bekommen oder nicht. Diese 2000 Leute erstens zu onboarden und zweitens denen sozusagen beizubringen, welche Informationen werden überhaupt abgefragt und den drittens die ganzen Details der Logik beizubringen, wie das hinterher rechtssicher entschieden wird. Ja? Noch schlimmer, wenn ich das über ein Outsourcing-Modell fahre und Leute sozusagen, die nicht
Staatsdiener sind, sondern sozusagen aus anderen Firmen reingeholt werden. Die wollen kein Risiko fahren, dort falsche Entscheidungen zu treffen. Da geht es um Menschenleben und so weiter. Das heißt, da ist so eine Software wie unsere prädestiniert, und deswegen haben wir dort Piloten laufen, genau dort Software zur Verfügung zu stellen, um diese Entscheidungslogik abzubilden, nach dem aktuellen Stand. Und es ändert sich alle 2, 3, 4, 5 Wochen, nach was für einer Logik dort entschieden wird, um die Leute zu entscheiden, um die Leute zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, also insofern hilft unsere Software sozusagen ganz konkret, dort zu helfen. Ja? Oder die Politik sagt, wir müssen jetzt Anträge innerhalb von 3 Monaten positiv oder negativ bescheiden. Ja? Es darf einfach nicht sein, dass die Verfahren irgendwie 6 Monate, 9 Monate. Das ist halt ein klassisches Thema für uns, das ist Prozessoptimierung. Ja? Welche Behörden sind involviert, welche Interaktionspunkte habe ich, welche Informationen muss von wo nach wo fließen, ab wann kann ich den Schritt machen. Ein klassisches Prozessthema, ja? Unsere Software im Einsatz. Du hast jetzt ja gerade schon sehr genau erklärt, dass eure Software auch viele Dinge transparent macht, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Gegenwärtig haben wir ein relativ großes Thema in dem Bereich Datentransparenz versus terroristische Bedrohung. Wir wissen ja, was gerade in Brüssel passiert ist und dass halt die Art und Weise, wie man mit den Daten, auch mit solchen Prozessen umgeht, ein zweischneidiges Schwert ist. Ja? Also alle Leute informieren davon, was möglich ist, was getan werden kann, versus dem Missbrauch all dessen entgegentreten. Was glaubst du, ist da der richtige Weg? Und nicht nur für Signavio, sondern eigentlich generell. Wir haben ja eine sehr stark softwaregetriebene Industrieentwicklung dieser Tage und immer wieder stellt sich diese Frage, wo ziehen wir die Grenze, wo öffnen wir eine Tür für Leute, die uns großen Schaden wollen? Wo brauchen wir aber die Freiheit, um überhaupt ein Geschäft aufbauen zu können? Also ich fürchte, ich kann zu der Diskussion nicht wahnsinnig viel beitragen. Meine Perspektive ist, ich bin vom Herzen her Informatiker. Ja, mich interessiert, was technisch möglich ist. Ja, auf der anderen Seite wünsche ich mir Datenschutz und Privatsphäre. Ja, weiß ich nicht genau, wie man das zusammenbringen will. Deswegen, also ich kann da nicht viel beitragen, ganz ehrlich. Dann kann ich mir das Mikrofon auch gleich wieder nehmen, ja. Weil ich dachte eigentlich, ich meine, das ist ja wirklich eine extrem virulente Sache und viele denken ja darüber nach, also sowohl bei Unternehmensdaten, bei privaten Daten, wo man da eingreifen sollte, aber ich glaube, wir sind alle darüber am Nachdenken, was man tun kann, was das überhaupt alles bedeutet für jeden von uns, der in dieser Branche arbeitet. Deswegen zum Schluss noch eine Frage. Ich weiß zufällig oder auch nicht zufällig, weil du es mir ja erzählt hast, dass du genau in diesen letzten 2 Jahren, in dem das alles passiert ist, mit Signavio, dieses Wachstum, das Büro in San Francisco und in Singapur, die vielen Leute, die vielen Möglichkeiten, die Firma zu wachsen, die vielen neuen Kunden, dass du genau dieser Zeit 2-mal Vater geworden bist. Sensationellerweise, würde ich behaupten, oder täusche ich mich? Auf welche Art und Weise geht all das und dann auch noch Vater werden und womöglich sich nicht so schnell von seiner Frau trennen, das würde mich sehr betrüben, nämlich. Grundsätzlich ist ja halt eben immer die Frage, dass für viele Leute Familie und diese Art von Leben, diese Art von Unternehmertum sich gegenseitig geradezu ausschließen. Und für viele, glaube ich, ist das auch so. Warum ist das für dich oder für euch nicht so? Wie kann das überhaupt funktionieren? Wie organisierst du dein Leben? Also der Hauptgrund, dass das alles funktioniert, ist wahrscheinlich meine Frau. Ja, da gehören immer 2 dazu. Kinder zu kriegen ist halt auch ein schönes Korrektiv, sozusagen, wenn man ein Unternehmen hat. Weil man stellt sich halt ständig die Frage, die Zeit, die ich mit etwas verbringe, könnte ich genauso gut mit meinen Kindern oder mit der Familie verbringen. Prozessoptimierung, das ist doch dein Geschäft. Das ist mein Geschäft, deswegen, also es hilft bei der Priorisierung definitiv. Die Zeiten, wo man früher auch im Büro sitzt und man sitzt da bis 24 Uhr oder 1 Uhr nachts, ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, die letzten 2, 3, 4 Stunden des Tages ist man auch wahrscheinlich einfach total unproduktiv und macht nichts mehr. Ja. Und sowas fällt einem natürlich auf, wenn man einfach so ein Priorisierungssystem hat. Insofern, das ist das Korrektiv. Ich arbeite nicht am Wochenende. Außer wenn es ganz, ganz, ganz unbedingt sein muss, aber dann nur ein Call und nicht mehr.
Als zum Beispiel unser Älterer in die Kita gekommen ist, in der Zeit bin ich immer um 15.30 Uhr aus dem Büro raus, um ihn aus der Kita abzuholen, weil meine Frau in der Zeit auch wieder voll gearbeitet hat. Weil wir da einfach eine ruhigere Phase im Unternehmen hatten, ja, wo Dinge einfach gelaufen sind und so. Aber es war auch eine schöne Übung für mich, das zu ermöglichen und das Unternehmen so zu bauen, dass das möglich ist. Momentan ist es nicht möglich. Jetzt arbeite ich wieder mehr und mehr bleibt bei meiner Frau. Aber wie gesagt, es hilft halt bei der Priorisierung des Lebens. Ja. Man kann halt sich immer gut überlegen, womit will man seine Zeit verbringen. Wenn du einen Tipp geben könntest, den vielen, die sagen, zur Familie passt eigentlich vor allem der Angestelltenjob, der regelmäßige Ferien und regelmäßige Arbeitszeiten vorsieht und deswegen ist es keine Option, sich unternehmerisch zu betätigen. Also ich habe ganz krasse Beispiele auch gesehen, wo Leute eine Firma gründen und die haben 4 Kinder, ja, und 2 davon im Krabbelalter. Und es funktioniert trotzdem irgendwie. Also ich will jetzt nicht sagen, du kannst ein Unternehmen gründen, wenn du keine Kinder hast oder ja, das sind die tollsten Typen, die Unternehmen gründen, wenn sie Kinder haben. Das muss halt jeder für sich selber rausfinden und es gibt halt immer auch mehr als das Unternehmen. Ja? Und das muss man halt irgendwie unter einen Hut bringen und das muss jeder für sich persönlich einfach regeln und einen Weg finden, wie das funktioniert. Also da bin ich jetzt kein Guru, Prediger, Guru, was auch immer, der da irgendwie ein Patentrezept hätte. Ja? Man muss einfach wissen, was die Dinge sind, die für einen wichtig sind und dementsprechend muss man seine Zeit einteilen. Apropos Zeit einteilen. Gero, tausend Dank für das Gespräch. Das war sehr, sehr nett und sehr, sehr unterhaltsam. Also danke euch beiden erstmal. Ich muss sagen, das ist ein guter Start für die erste Show. Respekt. Jetzt nochmal für die, halb das... Halb leer übrigens, ja. Halb leer. Guter Start. Hätten wir die Karaffe gehabt, wäre es ganz leer gewesen. Mehrfach ganz leer. Jedenfalls, ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Die dieses Video in der Zukunft sehen werden, folgt uns auf Facebook, Twitter und YouTube unter Frauen das Unscripted. In diesem Sinne, vielen Dank und auf ein nächstes Mal. Okay.